Ja, Leute, Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute haben dieses kleine Paket. So, und wir haben da drinnen einen Spannungswandler. Da haben wir hier noch ein Kabel zwischen Batterie und Spannungswandler. Und da haben wir einen Spannungswandler von einem Zigarettenanzünder. Naja, wenn du 1200 Watt durch den Zigarettenanzünder durchjagst, dann werden die wohl eher die Kabel verglühen, als dass es funktionieren wird, aber schön, dass es dabei ist. Ah, noch ein kleines Handbuch. Hier steht zum Beispiel geeignet. Ja, das ist tatsächlich für Föhne geeignet, so wie es hier aussieht. Wir testen das später einmal mit meiner Grafikkarte, eine A5000 RTX von Nvidia. Also in dem Modus, wie ich sie verwende, verbraucht sie 230 Watt, geht aber auch geodol gerne bis 400. Deswegen testen wir das Ganze mal, ob das Gerät auch die dementsprechenden Fähigkeiten hat. Nehme ich das Kabel auf. Also wie will ich jetzt nicht so. So, jetzt haben wir das. Ich muss echt sagen, die Kabel, die sind echt richtig dick. Also durch die Kabel würde ich 1500 Watt. Ja, sage ich ehrlich. Dann habe ich hinten einmal die beiden Sachen. So. Schwarz für negativ. Rot für positiv. So, und jetzt müsste der 1200 Watt starke Spannungswechsler einsatzbereit sein. Hier haben wir einmal den Spannungswechsler von Hypnia, also was nicht so einfach ist auszusprechen. Gleichzeitig könnten wir hier noch zwei USB-Sticks mit, da steht wahrscheinlich nicht dran, aber ich denke mal 2.0, also 2,4 Ampere maximal, nebenher noch aufladen. Wir haben hier die Steckdose, was jetzt hier leider nicht drauf steht. Dass der Spitzenwert 1200 Watt ist, also nur so spurtweise, und dass die Normalleistung so 600 Watt betragen soll. Also, das wäre zu empfehlen, das mit so Geräten, die 600 Watt nur so verballern, beziehungsweise brauchen, auch zu verwenden. Ja, jetzt schauen wir mal gleich, ob es mit der Grafikkarte funktioniert. Um das Ganze einmal zu vergleichen, hier das ist das 1200 Watt Gerät und hier haben wir ein 300 Watt Gerät. Wenn wir das Ganze mal aufeinander legen, das ist das kleine, das ist das große. Kann viermal so viel Leistung bringen wie das. Und auch die Kabel im Vergleich sieht man ja, wie dünn, wie dick die Kabel sind. So, das legen wir mal zur Seite. Jetzt, ach ja, habe ich hier wieder das Kabelproblem. Das positiv, negativ. Auch zwei anderen Seiten sind
Mitte der Kreuz. Hoffentlich verwechselt man das Ganze nicht. Also. So. Alles klar. Dann ist es ready. So, wir haben zwischenzeitlich hier die ITX i5000 mit meinem Laptop verbunden. Mit einem meiner Laptops verbunden. Mit dem guten Gerät hier drüben verbunden. Jetzt. Wo ist der Knopf? Ja, hier vorne ist der Ausmachknopf. Das ist ready. Und jetzt tun wir die Geräusche an. Kurz einmal laufen lassen, ob sich das Netzteil gut anhört. Und ihr seht, es läuft zwar, aber das Netzteil hört sich nicht so an, wie es sich anhören sollte. Sprich, perfekt funktioniert es nicht. Deswegen fahren wir das Ganze jetzt gleich wieder runter. Ja, schade.